Und Rudolf, ja, die Bogensehne schon lange gerissen. Ja. Ich wäre schon längst irgendwo zermatscht und zerfleddert irgendwo. Keine Ahnung. Arme Aloy. Muss auch so viel leiden. Aber ich muss, glaube ich, wirklich mal gezielt suchen. Weil ich laufe hier einfach mal die ganze Zeit random rum und greife hier und da an. Aber ich brauche halt bestimmte Sachen. Ja, ich trinke schon. Nee, ich habe nicht Poseidon gewählt, sondern den anderen da. Ah, irgendwas. Irgendwas mit A. Du hast die Maschinen besiegt. Danke, aber du solltest jetzt gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Also diese Anlage. Sie empfängt Ton durch diesen Draht. Von dem Ding auf der Klippe, dem sogenannten Stachel. Aber die Nachricht ist unvollständig. Und du versuchst, sie komplett zu empfangen? Wie hast du all das rausgefunden? Ich habe unterwegs einiges gelernt. Mhm. Wenn du willst, können wir darüber reden. Ja, Brownie. Wenn er so heißt. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als würdest du was davon verstehen. Also dann. Leg los. Alles klar, Dentik. Wie hast du die Nachricht zuerst gehört? Ich war Schmiedin oben im Anrecht. War kein leichtes Leben. Viel harte Arbeit, ohne was davon zu haben. Dann hörte ich eines Tages ein Flüstern von einem Stahlstab. So schwach wie der letzte Rauch aus einer erkaltenden Esse. Als ich den Stab bewegte, wurde das Flüstern lauter. Ich habe etwas gebastelt, die Anlage gebaut und folgte dem Geräusch, so gut es ging. Je westlicher ich kam, desto stärker wurde es. Dann fand ich den Stachel dort oben. Als ich meine Anlage anschloss... Alles klar, Driver, schlaf schön. ...waren die Worte klarer denn je. Was ist das wohl für eine Nachricht? Ich weiß nicht. Sie hat etwas Trauriges. Wie ein Band zwischen zwei verlorenen Seelen. Ich wüsste gern, was sie bedeutet. Imposante Anlage. Wie funktioniert sie? Naja, wie du gesagt hast. Der Stachel da oben scheint den Ton einzufangen. Und dann kommt er durch den Draht in mein Gerät. Mhm. Ich habe Spulen eingebaut und ein dünnes Metallblech, das vibriert und den Ton verstärkt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das tut es. Und du hast es hier aufgebaut? Ganz allein? Ich traue eigentlich niemandem. Was ich tue, mache ich meist alleine. Kann ich verstehen. Oder Dodo zum Aufmuntern, was? Du bist keine normale Bastlerin. Ich war überhaupt keine Bastlerin. Eher Metallarbeiterin. Ich kam aus Hauptquell. Meine Schweißnähte sind so fein, dass man sie kaum sieht. Nicht, dass das jemals jemand anerkannt hätte. Weißt du, da oben muss man ein Mann sein, um weiterzukommen. Ich hatte mal die Chance, in einer der besten Schmieden im Anrecht zu arbeiten. Hab aber den Job nicht gekriegt. Mein eigener Bruder hat nicht für mich gestimmt. Nur weil ich eine Frau bin. Deine Bassboxen quält, was zur Hölle? Machen die Badabum damit? Wie auch immer. Hier draußen muss ich mich immerhin nicht über herablassende Männer aus Hauptquell ärgern. Klingt, als wärst du noch sauer auf deinen Bruder. An manchen Tagen ja. An anderen vermisse ich ihn. Er lebt nicht mehr, deshalb. Er hatte nicht den Mumm, gegen den Strom zu schwimmen und für eine Frau zu stimmen. Nicht mal für seine Schwester.
Das war feige. Das habe ich ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, er gehört nicht mehr zur Familie. Doch mit der Zeit habe ich das bereut. Er war kein schlechter Kerl. Er brachte mich zum Lachen, wenn er nicht so ein Rüpel war. Das mit ihm tut mir leid. Ja. Ayla versucht zu trösten, aber sie ist selber so unbeholfen bei sowas. Verdammt. Ja. Machen lautes Badabum. Was ist hier niedergeschlagen aus? Ich habe einfach nur Kopfschmerzen. Ich sehe mir den Stachel mal an. Vielleicht kann ich mehr von der Nachricht empfangen. Wie? Sagen wir, ich habe auch eine Anlage. Ich wusste nicht, dass Nora Bastler sind. Sind sie nicht, aber ich schon, irgendwie. Bin gleich zurück. Okay, na gut. Schätze ich. Folge einfach... den Draht zum Stachel ganz oben. Und ich bitte dich, mach nichts kaputt. Okay, mach nichts kaputt. Das wäre ein Inter. Ich sollte losklettern. Oh, das muss ich hier lassen. Den ganzen Draht die Klippe hochzuwuchten. Ja, nicht schlecht. Ist auch nicht ungefährlich. Oh, da ist der Stachel. Vielleicht ist der Empfang direkt daneben besser. Stock 142 am Enduring Victory. Vorratsabfuhrsignal. Hä? Ruhe. Ich bete, dass du das. Nachricht bitte. Enduring Victory. Interessant. Ich kann allerdings nicht orten, wo das Signal genau herkommt. Ich sollte der Bastlerin sagen, dass ich etwas mehr von der Nachricht habe. Ich mache nichts kaputt, aber ich rutsche daran runter. Das sollte eine gute Abkürzung sein. Sollte ja kein Problem sein, oder? Deine Anlage empfängt eine Nachricht aus der alten Welt. Eine Art Aufnahme. Das habe ich mir gedacht. Hast du etwas mehr gehört? Ein wenig. Sie wurde aufgezeichnet in einem schlimmen Krieg. Vielleicht klingt sie deshalb so traurig. Etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die, Aloy. Oh Mann. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst, schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tenakt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt? Erfordert Methoden aus der alten Welt. Sie haben Signale lokalisiert, indem sie sie von drei Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch zwei, beide hoch oben. Hm.
Im Tenak-Gebiet nördlich von hier ist ein großer heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines, Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst. Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist. Genau wie du. Silga. Wenn du es findest, Aloy, will ich gerne wissen, was es ist. Hey, Aufgaben mit mehreren Punkten. Haben wir noch gar nicht gehabt. Und noch nicht so viel erledigt, weil wir nicht weiterkommen. Einmal da. Ungültiger Ort. Das sehe ich ja gar nicht ein. Ich glaube, ich muss aber gleich ausmachen. Mein Kopf platzt gleich. Du! Lass dich mal ansehen, Fremde! Oh, nicht die. Warum bin ich ausgerechnet an allen möglichen Punkten auf dieser ganz großen Karte? Warum lande ich bei der? Warum? Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Ausgerechnet die. Ich würde mir schon gerne das hier noch anschauen. Weiter. Mehr gibt's da nicht. Jetzt sind wir im Schneegebiet. Dieser Berg. An der Südseite komme ich am besten hoch, wenn ich mehr von Silgas Nachricht empfangen will. Ich muss nur einen Pfad suchen. Ja, das wird ja nicht so Baum umstoßen. Ah, guck mal. Das war cool.
Treffen oder ausweichen. Ich werfe ausweichen. Wie drecksicher. Raumschubserin. Ich renne einfach durch, komm. Ich muss noch höher, um Silgas Signal orten zu können. Wenn ich nur wüsste, wo ich hochklettern kann. Ich? Ja, ja, du! Was machst du, du blöde Kack? Manchmal machst du es mit Absicht irgendwie, oder? Damit du wachsam bleibst. Ja, ja. Hm. Oh. Das ist Mobbing immer von ihr. Und ich hier. Kletterei. Ich weiß nicht mal, ob es hier richtig ist. Um Silgas Signal orten zu können. Noch höher. Okay, scheint richtig zu sein. Nee, du fällst jetzt runter. Ich hab doch getrunken. Ein komischer Weg. Ich sag ja. Oh, jetzt ist sie wieder ganz runtergefallen, oder was? Ah, keine weiche Landung. Ja, das hast du verdient. Mach die Ideen. Ich schub sie gleich. Dann weiß sie, was eine harte Landung ist. Hey, hier ist ja gleich weiter. Wow. Das ist aber jetzt sehr knapp. Dieser Berg ist hoch. Ja, und da sind diese scheiß Vögel. Harte Landung, ja. Die kriegt gleich was Hartes zu spüren. Warte, was?
Ich bin offenbar nicht allein. Nee, leider nicht. Hin. Ich muss noch höher klettern. Noch höher. Ah, schrecklich. Ersatzpads. Wieso Ersatzpads? Ich habe das doch nicht auf mich bezogen. Sagte nicht, von wem sie harte Schläge kriegt. Ich glaube, hier werde ich nicht weiterkommen, oder? Ah, da auf der Seite. Oder nicht? Oh. Wem denn sonst? Das ist ja nicht mein Problem. Ich sollte einen guten Platz finden, um Silgas Nachricht zu empfangen. Bergsteigerin. Makrele, das war ja eine Geburt hier. Das Signal wird stärker. Mein Fokus hat die Quelle fast lokalisiert. Es wird Zeit, den Tenakturm zu besuchen. Ja, Aloy, spring mal. Ich krieg bestimmt eine gute Aussicht, wenn ich hier runtergleite.
da oben schaut echt Hammer aus. Ja, sieht wirklich schön aus. Jetzt geht's los! War eine tolle Idee, Aloy. Es sieht bestimmt wunderschön aus, wenn wir runtergleiten. Aloy, halt das nächste Mal die Fresse. War das eine Eule? Dank der Daten aus den Brutstätten kann ich jetzt Aufspürergräber überbrücken. Aggro die Viecher. Ja. Hudel, Hudel ist jetzt tot. Alles hier aggressiv. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Ich bin gerade hier so richtig auf Jagd. Oh, ich habe 2 Eulen getroffen. Die laufen überall hier rum. Ich brauche die für meinen Beutel. Keks, alles Gute zum Geburtstag, du Kacknase. Keks. Keks, Keks. Frohes Blutfest für dich. Frohes Blutfest für dich, es ist dein Geburtstag, halten dich auf Grab, von heute bis ins Grab. Bis ins Grab. Keks, alles Gute zum Geburtstag, bleib gesund, ne? Stinker.